zurück zu einem neuen Video von mir. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und ja, ich denke, ihr habt dieses Video angeklickt wegen dem Titel. Genau, und genau deswegen möchte ich heute mit euch mal reden. Ich finde, YouTuber sind alle gleich und warum, das wirst du jetzt erfahren. Ich bin ja jetzt auch schon länger hier auf YouTube unterwegs und ja, ich habe mit auch schon vielen YouTubern und auch nicht mit YouTubern geschrieben. Es sollte jetzt eigentlich kein Hate-Video sein, aber ich sag euch einfach mal meine Meinung, was mir eben nicht passt. Und zwar, YouTuber kann man echt alle in eine Schublade stecken. Und zwar, wenn man sie anschreibt, antworten sie nicht. Die tun wirklich so, als hätten die was für ein Leben und könnten ja nie antworten, was mich mega aufregt. Ich meine, du bist nichts Besseres als jeder andere. Wir sind alle Menschen. Und nur weil du Videos abdrehst im Netz, heißt das nicht, dass du jetzt eine Queen bist oder ein King bist und plötzlich nicht mehr den Menschen antworten musst. Was ich verstehen kann, ist, wenn man viele, viele Nachrichten bekommt, wo man nicht mehr hinterherkommt, aber die Leute, die wirklich sagen, ich komme da nicht mehr hinterher, bei denen weiß man das auch, weil die das auch öffentlich sagen. Und ja, keine Ahnung, es ist einfach immer das Gleiche. Ich kann, weiß ich nicht, wen anschreiben und es kommt einfach nie eine Antwort zurück. Und was ich immer blöd finde, ist, dass die YouTuber, die wirklich mehrere tausend und vielleicht schon 1 Million Abonnenten haben, die werden niemals mit jemandem zusammenarbeiten, der vielleicht nur 100 Abonnenten hat. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Ich meine, ich selber würde Leuten helfen, wo ich wirklich das Potenzial darin sehe. Oder allgemein, wenn ich sehe, oh mein Gott, dieses Mädchen oder dieser Junge, die geben sich so unfassbar Mühe und es ist schwer sowieso in YouTube einzusteigen, vor allem alleine. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Standard ist, dass man irgendwie immer Hilfe hat beim YouTube-Drehen. Ich hab's gar nicht, nur mal so. Und für mich ist es sehr, sehr schwer und ich würde mich gerne freuen über eine helfende Hand von oben. Ja, ich finde, das ist ziemlich schwer. Ich meine, alle, wenn man mal so überlegt, in einem Job, alle, die in einer Branche sind, helfen sich auch. Und dann gibt es welche, die sind in einer Branche, jetzt sage ich mal in Frankfurt und einmal in Berlin. Und weil es aber eine Firma ist, aber die woanders arbeiten, helfen die sich trotzdem, weil wenn sie was in Frankfurt brauchen, wenden die sich an diese Firma und immer wieder so und so. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Auf jeden Fall, in einer Branche hilft man sich eigentlich. Und ich finde, bei YouTube ist das sehr, sehr schade, dass ja, sobald viele den Erfolg geschnüffelt haben, hält man sich plötzlich für was Besseres, was ich total doof finde. Ich kann das verstehen, dass man sich ein bisschen abgrenzen möchte, weil das irgendwann zu viel wird und man geht eben auf Abwesenheit. Aber, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ihr bekommt das gar nicht so mit als Zuschauer, Fan oder Community. Ihr denkt euch nur, wow, oh mein Gott, er hat wieder einen Snap hochgeladen oder er hat mein Bild kommentiert, geliked oder irgendwie. Und dann ist alles heile, aber nee, ich finde, die meisten YouTuber, nicht alle, aber wirklich die meisten YouTuber kann man in eine Schublade stecken, weil die sind alle irgendwie abgehoben. Tut mir leid, aber das ist so. Nicht alle, aber viele, die tun wirklich so, als wären sie was Besseres, als würden sie jetzt Star des Jahrhunderts sein. Man muss ja niemandem mehr antworten, man muss niemandem mehr schreiben und man muss auch niemandem helfen. Und ich weiß nicht, das kommt ein bisschen, finde ich, arrogant rüber, vor allem, wenn man dann wieder zeigt, ah, ich habe mir wieder ein neues iPhone gekauft und hier habe ich mir wieder ein neues iPhone gekauft und da habe ich mir wieder ein neues iPhone gekauft. Okay, wir wissen, dass du dir sowas leisten kannst, aber ich finde, das macht so die, ja, die Allgemeinheit irgendwie kaputt.
wenn ich jeden Tag irgendwie sagen würde, ich habe mir das gekauft und das sind wirklich hohe Summen und ich dann als, sagen wir mal, 10, 11, 12-Jährige gucke mir das an und möchte das natürlich sofort auch haben. Und ich finde, das geht gar nicht. Ich verstehe das, dass man so viel gesponsert wird, ist auch schön und gut, aber man muss nicht immer alles zeigen. Also ich finde das momentan ein bisschen zu viel. Ich sehe ständig, oh, ich habe wieder hier eine neue Palette bekommen und ich habe das und das. Ich habe das von MAC und Urban Decay und Morphe und hier mein neues iPhone und da mein neues iPhone und meinen neuen Fernseher. Ihr redet immer von eurem. Okay, es gibt auch YouTuber, die geben euch auch Geschenke, Verlosungen, iPhones. Das finde ich auch ganz toll, dass man teilt. Aber ich finde, man muss nicht jedes Mal zeigen, was man bekommen hat. Das ist, finde ich, für einen jungen Zuschauer sehr deprimierend. Weil man denkt man sich, okay, die hat schon wieder was Neues und schon wieder und was habe ich? Ich bin ein Teenie, ich kann mir nichts leisten. Und ich finde, damit drückt man die Menschen oder beziehungsweise die Allgemeinheit irgendwie runter. Weil wir als Normalverdiener können uns nicht jeden Tag ein iPhone X kaufen. Und ich finde das irgendwie schade. Deswegen werde ich irgendwann so erfolgreich sein. Ich möchte alles anders machen. Ich möchte nicht so sein wie die Allgemeinheit hier auf YouTube. Klar, vielleicht werde ich auch gesponsert, kriege auch vielleicht jeden Tag ein iPhone geschenkt oder was weiß ich. Aber erstens, ich muss es nicht meiner Community ständig preisgeben. Zweitens, ich würde eher dieses Material verschenken und ja, ich würde es anders machen. Und irgendwie passt mir das nicht. Ich finde, man kann wirklich sagen, die meisten YouTuber sind alle gleich. Manche finde ich auch irgendwie total unfreundlich, weil die wirklich abgehoben sind. Die Nase geht da oben hin und die laufen auch nur so an dir vorbei. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so ein schlechtes Bild davon habe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist real. Das ist einfach nur real und es ist irgendwie traurig. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass es so eine Plattform gibt hier auf YouTube, dass man Geld verdienen kann, dass man gesponsert wird, dass man die Produkte vorstellen kann. Das ist nun mal ein Job, du machst Werbung. Das finde ich wirklich schön. Aber es gibt einen Punkt, ich weiß nicht, da muss man manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, sagen wir mal so. Wenn ich Produkte präsentiere ständig, dann möchte ich die auch wirklich jedes Mal verlosen. Also wenn ich euch sage, ich habe ein neues iPhone, dann sage ich auch direkt, ihr könnt eins auch gewinnen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder sage, ja, ich habe ein neues iPhone, dann könnt ihr wieder eins gewinnen. Aber ich kann nicht 10-mal am Tag sagen, ich habe ein neues iPhone, ich habe ein neues iPhone. Und ihr denkt euch dann immer so, boah, toll, ich habe immer noch mein Steinzeit-Handy und alle sind irgendwie so reich und alle sind so. Ich finde, das macht einen voll unglücklich. Vor allem als Zuschauer und Community. Ich weiß nicht, ihr als meine Zuschauer, kommentiert mal bitte in den Kommentaren, wenn ich sehe, dass jeder Blogger, jeder YouTuber, jeder, der was mit dem Internet zu tun hat, ständig die neuesten Sachen hat. Und das so preisgibt, als wäre es nichts. So, ha! Heute habe ich mal wieder mein neues iPhone. Ihr wisst, was ich meine. Es ist irgendwie, es darf nicht selbstverständlich sein und für viele ist es einfach selbstverständlich und das ist traurig, weil würde man ihnen YouTube komplett wegnehmen, plus die ganzen Sponsoren und Werbeeintreiber und alles, dann müsstet ihr euch wieder einen Job suchen und ihr würdet nicht mehr als 1.000 Euro verdienen. Und ihr habt all eure Fixkosten und was bleibt euch übrig? Ihr könnt euch nicht ständig ein neues iPhone oder irgendwas kaufen. Das ist nun mal Realität. Leider. Ich finde es schade, dass YouTuber irgendwann die Sachen nicht mehr schätzen, sondern als normal, Alltag, wie auch immer ansehen. Was aber eigentlich nicht so ist. Und ja, ich kann mich manchmal so richtig rein interpretieren als Zuschauer. Denke ich mir manchmal, wenn ich so Videos sehe, vor allem die Amerikaner sind wirklich noch extremer.
Da bin ich manchmal echt neidisch und denke mir so, ich will auch. Warum zeigen die das immer so? Ich meine, ich gönne es den Leuten, ne? Nicht, dass es jetzt heißt, oh mein Gott, du gönnst den Leuten ja gar nichts. Ich gönne den Leuten das wirklich vom Herzen, wirklich. Und ich wäre auch wirklich froh, so wohlhabend zu sein. Aber wie gesagt, es ist manchmal too much, finde ich. Also ich gucke mir auch momentan viele Videos von amerikanischen YouTubern an, zum Beispiel diesen CJ So Cool. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt. Ihr könnt da gerne mal bei YouTube gucken. Er heißt CJ So Cool. Und ja, also als ich seine Videos gesehen habe, die sind schon echt gut. Und ich habe mir das allererste Video von ihm angeguckt und die aktuellsten Videos. Und man sieht, er hat sehr viel Erfolg. Das gönne ich den Menschen wirklich vom Herzen. Aber es ist mittlerweile so, er hat sich ein Haus gekauft. Völlig in Ordnung. Warum auch nicht, wenn man es kann, sehr gerne. Aber in seinen Videos sagt er, schaut mal, ich habe ein Haus, ich habe ein Whirlpool, ich habe ein Pool, ich habe ein Gästehaus, ich habe 7 Balkons, ich habe 4 Schlafzimmer, ich habe ein Kino, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und irgendwann sitze ich so vor dem Video und denke mir so, ich wohne nur in so einer kleinen Bude, ich habe keinen Pool, ich habe kein Haus. Ich habe nicht 4 Autos. Ich gönne den Menschen das, aber irgendwie macht mich das dann traurig und ich zweifle dann an meinem Leben. So, ich denke mir dann so, was zum Teufel habe ich falsch gemacht? Und ich finde, das ist dann für mich ein bisschen too much. Man hätte das nicht so preisgeben müssen. Man hätte sagen können, hey, ich habe mir ein neues Haus gekauft für meine Familie und unser Haus ist wirklich sehr wohlhabend. Aber man muss nicht noch alles präsentieren und sagen, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Und wie gesagt, ich gönne den Menschen das wirklich, aber für wirklich wir normale Menschen macht mich das irgendwie traurig. Ich kann euch nur meine Hand hier auf YouTube ins Feuer legen, dass ich nicht so werden will und so werden werde. Ich werde nicht so. Nein. Das bin auch nicht ich, weil, keine Ahnung, das macht man irgendwie nicht. Naja, ich wollte einfach mal darüber mit euch reden und euch so sagen, wie ich manchmal die ganzen YouTuber finde und Blogger finde und was mich einfach mega stört. Und ich weiß nicht, ob ihr der gleichen Meinung seid. Das könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren schreiben. Und vor allem ihr Zuschauer solltet in den Kommentaren schreiben, wie findet ihr das eigentlich? Findet ihr auch manchmal dieses, boah, nee, irgendwie, wow, die gönnen sich alle und was gönne ich mir? Ich möchte sowieso diejenige sein, die Menschen helfen möchte und glaubt mir eins, ich möchte so viel an euch zurückgeben, falls das wirklich mal hier wird, so mit YouTube und, hey, ich bin bereit, gerne Werbung zu machen. Ich bin wirklich für alles offen. Ich möchte sowieso so gerne reisen und ich hoffe, dass das hiermit irgendwann so, ja, meine Ziele erreicht werden. Natürlich muss ich ja auch was dafür tun und das mache ich auch fleißig. Aber alles hat seine Zeit und deswegen sollte man sich gedulden. Das mache ich auch. Und ja, ich bin mal gespannt, wo ich so in 5 Jahren bin. Ich finde, YouTube ist dafür eine Möglichkeit, sich was selber aufzubauen und nicht nur davon zu leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht nur von YouTube und den ganzen Werbeeintreibern und was weiß ich davon leben, sondern ich sollte das, was mir jetzt gegeben wird, nehmen, um was anderes zu investieren, damit ich für später einfach ausgesorgt habe, weil ich denke mal, das hier wird nicht für ewig sein. Natürlich hoffe ich das. Es könnte vielen Menschen helfen, auch die sagen, ey, YouTube ist nichts für mich. YouTube ist auch kein Job. Vielleicht
wenn du dieser Meinung bist, dass das kein Job ist, wirst vielleicht du in 5 Jahren hier auch sitzen und Videos machen, weil du dich dazu umentschieden hast und findest, dass es eine gute Alternative ist, um vielleicht besser für sein Leben auszusorgen als mit einem normalen Job. Das ist so meine Meinung auch. Ja, wie gesagt, das Video geht schon wieder viel zu lange. Ich rede hier nur. Ja, das war so meine Meinung. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben, aber bitte seid nicht allzu böse mit mir, wenn ihr anderer Meinung seid. Und ja, ich würde sagen, das war's mal wieder mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.